Die Staatsanwaltschaft Koblenz ist auf die Idee gekommen, Käufer von Windows-Lizenzkeys jetzt zu verfolgen. Und zwar strafrechtlich. Was es mit der ganzen Geschichte auf sich hat, nach dem Intro. Gleich vorneweg. Wenn du eine Vorladung bekommen hast, solltest du genau prüfen, wie du jetzt weiter vorgehst. Das Beste ist immer, gar keine Aussage zu machen. Ich bin natürlich kein Anwalt, deshalb werde ich auch ein paar Videos verlinken zu Anwälten, die da mehr dazu gesagt haben oder mehr dazu wissen natürlich. Eine Sache möchte ich aber trotzdem noch erwähnen, die wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und zwar empfehlen jetzt die meisten Webseiten, nicht zu dieser Vorladung zu erscheinen. Das ist auch prinzipiell korrekt. Nur musst du aufpassen, wenn auf deiner Vorladung steht, dass du als Zeuge geladen bist und die Staatsanwaltschaft das angeordnet hat, musst du erscheinen. Dann würde ich dringend dazu raten, nur mit Anwalt dort zu erscheinen. Und trotzdem keine Aussagen zu machen, denn man muss sich ja auch als Zeuge nicht selbst belasten. Das fällt gerade so ein bisschen unter den Teppich bei der ganzen Diskussion, dass es durchaus Fälle gibt, in denen man zum Erscheinen gezwungen ist. Prüf das also bitte genau, ob du kommen musst oder nicht. Kurios an der ganzen Geschichte finde ich, dass eBay selbst nicht in der Lage ist zu unterscheiden, welche Händler legale und illegale Keys verkaufen. Also ein amerikanisches Unternehmen, genau wie Microsoft, kann das nicht beurteilen. Jetzt sagt aber die Staatsanwaltschaft, du als Kunde hättest das beurteilen müssen. Das finde ich absolut dubios. Und nur der Kauf eines Keys heißt ja auch noch nicht, dass man Windows damit aktiviert hat. Wenn man also nur den Key gekauft hat und Windows nicht aktiviert hat, ist alles in Ordnung. Das Gegenteil müsste jetzt erstmal die Staatsanwaltschaft beweisen. Und wenn man eine Festplattenvollverschlüsselung hat, wird das entsprechend schwierig werden. Ein anderes Kuriosum an der Geschichte ist aber was ganz anderes. Ich selbst hatte ja dazu aufgerufen, die Windows-Lizenz-Key über eBay zu kaufen. Einfach weil ich der Meinung war, dass das völlig legal ist und dass ich mir dann keine Viren und Trojaner einfange, wenn ich es über andere Wege versuche, Windows zu aktivieren. Deshalb war mein Rat gewesen, bleibt sauber, kauft euch Lizenz-Keys. Das muss ich jetzt zurücknehmen. Und ich hatte ja auch schon ein paar Kommentare in die Richtung bekommen, die haben sich jetzt als richtig herausgestellt und meine Empfehlung als falsch. Und was die Kommentare noch erzählt haben war, dass es auf einer Plattform namens GitHub Programme gibt, mit denen man Windows aktivieren kann, ohne einen Lizenzkey zu haben. Und das Kuriose an der Geschichte ist, GitHub gehört Microsoft. Also ich kann ganz offiziell jetzt hier sagen, Microsoft verbreitet Programme auf seiner eigenen Webseite, nämlich GitHub, die es ermöglichen, Windows und Office zu aktivieren, ohne Lizenzkey. Da kann man im Prinzip nur Bill Gates zitieren, um zu verstehen, warum die das machen. Bill Gates hat sich mal sinngemäß so geäußert. Auf dem asiatischen Markt hat sich vor langer Zeit Windows gegen Linux durchgesetzt, weil die Raubmordkopien nach CD-Anzahl bezahlt wurden. Also sagen wir mal, eine CD kostet einen Euro, wenn ich also eine Kopie von einem Programm darauf kaufe. Linux wurde damals schon mit 2 CDs vertrieben. Das heißt, da habe ich 2 Euro bezahlt. Windows nur mit einer CD. Und das hat auf dem asiatischen Markt einen riesen Vorteil gebracht und dafür gesorgt, dass sich dort Windows schneller als Linux verbreitet hat. Microsoft ist sich also dessen bewusst, dass Windows auch Personen zur Verfügung gestellt werden muss, die sich das eigentlich nicht leisten können. Für Microsoft ist es deutlich wichtiger, das Monopol abzusichern, als den Zugang zu beschränken zu seinem Betriebssystem. So ist es ja zum Beispiel auch zu erklären, dass ich ein Windows auch komplett ohne Aktivierung betreiben kann und bekomme immerhin noch Sicherheitspatches. Also, was soll man jetzt mit der ganzen Geschichte anfangen? Windows-Lizenzkeys würde ich bei einem deutschen Händler nicht mehr kaufen. Die Gefahr ist einfach zu hoch, dass der vielleicht nicht legal war, was ich ja nicht beurteilen kann, und ich dann am Ende noch Ärger bekomme. Vielleicht ist ja mein Video Umstieg auf Linux Mint was für dich, das blende ich mal in der Infokarte ein. Am Ende möchte ich aber noch ein weiteres Kuriosum aufdröseln. Warum bietet Microsoft keine Plattform an, wo ich meinen Lizenzkey eingeben kann und diese Plattform prüft einfach ab, was das für ein Lizenzkey ist, also ist es ein Volume License Key oder ist der zum Beispiel in einem ganz anderen Land registriert worden und sagt mir dann, ob ich als Privatperson den auf meinem Windows-Rechner einsetzen darf. Das bieten die aber nicht an und ich hege da so ein bisschen die Vermutung, dass die das auch bewusst verschleiern wollen. Selbst der Heise Verlag hat es ja über mehrere Episoden nicht geschafft herauszufinden, in Zusammenarbeit mit Microsoft, ob die Lizengo-Lizenzen legal waren oder nicht. Ich sehe hier auch ganz klar ein Stück der Schuld bei Microsoft, denn die verschleiern irgendwie, ob dieser Lizenzkey jetzt wirklich zum Aktivieren in Deutschland geeignet ist oder nicht und man bekommt es auch nicht auf eine einfache Art und Weise raus. Dass die Staatsanwaltschaft jetzt sagt, naja, du als Endnutzer hättest das wissen müssen, ist natürlich Quatsch, kann ich nicht wissen. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwo Lizenzkeys abzuprüfen.
Ich weiß, das ist ein kontroverses Thema und deshalb freue ich mich jetzt auch auf deine Kommentare und über ein Abo freue ich mich natürlich noch viel mehr.